Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zum letzten Kampf des heutigen Abends. Wir haben hier Ehrengardist gegen Zealot. Wir werden nämlich heute bestimmen, wer gegen Baxi antreten wird nächste Woche. Und es wird wirklich sehr schwer mit Ehrengardist 1053 Leben zu ermitteln, ob er gewinnen kann oder nicht. Wir gehen erstmal auf die Statuswerte von Ehrengardist. Ehrengardist hat 1053 Leben. 29 bis 34 Schaden, somit hat er eine DPS von 50, einen Erstschlag von 5, einen kritischen von 30% und eine Ausweichchance von 12%, allesamt ganz durchschnittliche Werte, bis auf Leben, das ist ziemlich hoch. Kommen wir zu Zealot. Zealot hat 640 Leben, rein theoretisch wäre das mit Ehrengardist ziemlich gleich, wenn Ehrengardist nicht seine Katze hätte mit plus 72. Prozent Leben, was ihnen natürlich über die 1000 hinaus noch mehr Leben gibt. Zealot hat nur einen Schaden von 23 bis 27 durch die erkämpfte Waffe von der Vorrunde und sein Erstschlag beträgt 7, womit er natürlich anfängt. Sein kritischer ist 30% ebenbürtig von dem von Ehrengardist. Das heißt, in diesem Falle wird es wenigstens ein wenig spannend, wer die meisten kritischen raushaut. DPS 37, das ist nicht wirklich viel und es wird ihm auch nicht viel helfen, das Leben von Ehrengardist runterzuboxen und diese Ausweichchance von 4%. Nun ja, was soll ich dazu sagen? Es sieht auswegslos aus. Ich konnte dieses Wort niemals aussprechen. Werde ich auch jetzt nicht können. Nun ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal den Kampf. Zealot beginnt. Und somit haben wir die ersten 40 Damage an Ehrengardist. Das ist natürlich nichts Großes und nichts Ganzes und nichts Halbes. So, Alter, ist das schwer. Letzter Kampf. Ich bin etwas nervös, wer wohl gewinnen wird. Daher ist es doch nur so gestattet, dass ich hier rumstottere und nicht weiß, was ich sagen soll, denn hier kommt kein kritischer raus. Es ist weder spannend noch irgendwas anderes, denn wir wissen ganz genau, Zealot kann nur verlieren gegen die 1053 Leben. Man kann halt nur wirklich sehen, wie viel wird er ihm runterboxen, bis er selbst auf den Boden fällt und sich das Knie hält und dann zur Stadtwache wird, man weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall Schaden um Schaden, kein kritischen, Zealot ist einmal ausgewichen, nicht mal Ehrengardist mit seinen 30%, der beide haben 30%, keiner von beiden macht einen kritischen, bis auf jetzt Zealot mit 82. Nehmen wir mal an, Zealot macht jetzt nur noch kritische und Ehrengardist keinen, dann würde es was werden, aber kaum habe ich das ausgesprochen, hat Ehrengardist seinen ersten kritischen gemacht, somit war es das, glaube ich, für Zealot endgültig. Da wird er nichts aufholen können. 35 Schaden teilt Zealot hier noch aus. Das ist, als würde er Ehrengardist mit Popcorn bewerfen. Es tut ihm einfach nicht weh. Er wird einfach nur das Popcorn aus der Luft quasi mit dem Mund greifen. Aber wirklich Schaden einfügen, das wird er nicht. Da ist Ehrengardist sogar in der letzten Runde ausgewichen. 227 Leben bleibt Zealot noch. Man muss dazu sagen, Zealot, er schlägt sich echt wacker gegen Ehrengardist. Er hat ihn schon fast auf die Hälfte an Leben runtergebracht. Nun hat er fast die Hälfte an Leben runtergeholt. Fast so wie bei mir. Doch, Zealots Tod. Tja, was soll ich dazu sagen? Es war quasi eine Prophezeiung, denn Zealot, wenn ich es nicht geschafft habe, wirst du es auch nicht schaffen. Und wenn der nächste Gegner, der muss halt wirklich schon einiges auf dem Kasten haben. Baxi, bereite dich gut drauf vor. Sei am Mittwoch gut aktiv, bereite dich gut darauf vor, steigere deinen Damage, deinen Crit, irgendwas. Du hast jetzt gerade gesehen, was die Schwäche von Ehrengardist ist. Er hat nicht wirklich viel Damage, vor allem nicht gegen dich. Du hast 20% Resistenz gegen Schaden und er hat nur Leben. Daher wird das ein ausgeglichener Kampf nächste Woche. Seid gespannt drauf. Wir öffnen jetzt erstmal die Tabelle. Wir sehen, letzter Kampf, Baxi. Baxi, sag ich schon. Ehrengardist, du gehst weiter. Zealot, du bleibst stehen. Es tut mir leid. Viel Glück in der nächsten Staffel. Nun ja, wir sehen uns nächste Woche zu den nächsten Kämpfen. Das heißt, wir haben Baxi gegen Ehrengardist und Julian gegen Deadline. Viel Spaß nächste Woche. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Haut rein, euer Zero. Tschüss.